Ich möchte jetzt mal sprechen über im Prinzip Schemata von Wiederholungen. Ich sage zum Beispiel in den ersten paar Videos, macht eine Runde mit 30 Wiederholungen, macht eine mit 20, macht eine mit 10. Das ist natürlich im Prinzip ein Anhaltspunkt, man kann so starten. Das Schema zum Beispiel funktioniert, wenn man ein etwas leichteres Gewicht nimmt, kann man die 30 Wiederholungen machen. In der zweiten Runde wird man leicht ermüdet sein, die 20 schafft man im Verhältnis noch. In der nächsten Runde die 10 machen einen nicht komplett fertig. Das heißt, das ist vielleicht ein ganz gutes Schema für nicht so hochintensive Übungen und für jemanden, der noch nicht so weit fortgeschritten ist im Training. Ein schönes Schema zum Beispiel zum Weiterführen ist sowas, was CrossFit oft gemacht wird, ist ein 21-15-9. Heißt, im Prinzip die Wiederholungen liegen ein bisschen näher beisammen. Das heißt, der zweite und dritte Satz wird im Verhältnis herausfordernder. Das Ganze soll zeigen, dass ihr einfach mal auch einerseits kreativ werden könnt bei den Schemata. Es gibt schöne Schemata, zum Beispiel du machst erst 10, dann 9, dann 8, dann 7, runter bis auf eine Wiederholung. Es gibt welche, da gehen die eine Übung runter, die andere hoch. Man muss es ausprobieren, es kommt wirklich dann auf das Workout und auf den, der trainiert, dann auf den Level. Das heißt, wenn euch irgendwas nicht zusagt, modifiziert es, stellt gerne auch Fragen. Da muss man ein Gefühl für kriegen und am Ende, am besten kann man es machen, wenn man wirklich für eine spezielle Person das Workout macht und auch beobachten kann, um daraus fürs nächste Mal zu lernen. Es sind immer nur grobe Richtlinien, wenn man Workouts einfach für ein großes Publikum zur Verfügung stellt. Ja, das heißt, jeder muss schauen, wie es für ihn am besten funktioniert. Ich hänge es gerade noch an das Video dran. Wenn ihr euch überlegt, was sind meine Ziele? Viele Wiederholungen werden einen anderen Anreiz fürs System haben als wenige Wiederholungen. Da kann man jetzt stundenlang drüber sprechen, wie die Anpassungserscheinungen sind und für wen was gilt. Es ist definitiv so, dass je mehr Wiederholungen ich mache, desto mehr wird der Körper in Richtung Ausdauer arbeiten und weniger in die Realisierung von Maximalkraft und auf dem Weg dahin auch weniger Muskeldickenwachstum im Prinzip provozieren. Heißt, wenn ihr alle Bereiche mal abdeckt wieder, seid ihr am besten balanciert. Macht Workouts mit vielen Wiederholungen, um im Prinzip den Stoffwechsel ein bisschen zu ökonomisieren. Macht Workouts mit nur 10 bis 15 Wiederholungen vielleicht, um ein bisschen mehr Muskulatur aufzubauen. Geht auf die klassischen 8 bis 12, um wirklich einen Block zu machen, Hypertrophie. Geht runter auf 4 bis 6 Wiederholungen, um wirklich Kraft zu realisieren. Geht mal in irgendwann, wenn ihr weiter seid, auf ein Schemata, wo ihr nur 1 bis 3 Wiederholungen realisiert, um wirklich die beste intra- und intermuskuläre Koordination zu machen. Ich denke, ich mache nochmal Videos für all das einzeln irgendwann. Mal gucken, wie die Nachfrage ist. Aber bleibt abwechslungsreich im Ganzen, denn wir trainieren hier nicht für einen Spitzensport im Prinzip, sondern für eine allgemeine Gesundheit. Und da ist es gut, alles zu können und nichts zu überreißen.